Passend zu den heißen Temperaturen zeige ich euch einen richtig coolen Rock, den wir im Frühjahr auf der Uni Wien geshootet haben. Und zwar mit dem Shades of Grey. Da nehmt ihr, wenn ihr das so haben wollt wie das Model, nämlich die helle Seite unten und der Überschlag in dem Dunkelgrau, dann nehmt ihr euer Kuckler, faltet es so, dass die Armlöcher circa in der Hälfte liegen. Ich mache das jetzt, es geht natürlich besser, wenn ihr vor euch einen Tisch habt oder das Bett oder ein Regal, wo ihr das auflegen könnt. Ich mache das jetzt ein bisschen frei fliegend. Soll circa so ausschauen am Ende. So, seht ihr das? Dass das Armloch ziemlich schön quasi in der Hälfte liegt. Seht ihr? So circa. Und dann klappt ihr das aber nach hinten. Ja? In der Hälfte. So, ich mache das jetzt nochmal frei fliegend hier. So, da la. Und dann schaut das Ganze auf der Rückseite so aus. Tada! Bin recht stolz auf mich, weil das ist eine schwierige Übung. Jedenfalls nehmt ihr das dann und ihr könnt das eigentlich legen, wie ihr wollt. Ja? Entweder ihr legt es vorne rum und habt dann diese dunkle Seite, könnt ihr auch nach unten hängen lassen. Bei dem Shooting haben wir das relativ schön eigentlich nach hinten gepinnt. Ah, die hat den Spitz vorne gehabt, gell? Die hat das, glaube ich, so circa gehabt. Oder ihr nehmt es auf die Seite, ja. Also ihr könnt euch da eigentlich spielen, wie es euch gerade lustig ist. Jedenfalls verwende ich heute unsere neuen Clips, die rosé-goldenen Clips, die aus Deutschland kommen und an denen wir ein Jahr lang gefeilt haben. Wir sind besonders stolz darauf, dass wir dieses echt vergoldete Produkt bei uns im Sortiment haben. Genau, und dann mache ich immer den Gummi ganz lang und gehe so rundherum und bringe ihn an, wo ich möchte. Ich würde ihn jetzt vielleicht in dem Fall sogar da unten reinklippen und das dann da drüber legen und kurz machen. Hier, wo ist das? Schon da? Kurz machen. Genau. Und den zweiten, man kann ihn auch ein bisschen höher noch in die Teile raufgeben, weil in der Bewegung rutscht er dann eigentlich sowieso immer auf die schmalste Stelle und da ist meistens schon die Teile. Ja. Man kann einen zweiten Clip noch verwenden, um die Gegenseite noch mitzuklippen. Ja. Ich habe das jetzt schon gemacht, da unten drinnen. Ich zeige es euch aber noch einmal, weil das ist schon wichtig, dass ihr euch da sicher fühlt und dass ihr da den ganzen Tag unterwegs sein könnt. Das heißt, ich bringe den zweiten Clip da an zum Beispiel, da unten, so, mache ihn wieder ganz lang, so da lang. Und dann wieder da unten, da nehme ich quasi die Innenseite, die da liegt, mit und klippe die da rein, weil dann kann nichts schief gehen. Das ist der coole Rock. Ich habe da jetzt eine Legging drunter an. Wie ihr seht, die könnt ihr natürlich, wenn es so heiß ist, weglassen. Jupp, viel Freude!